Ich muss zugeben, den Fall mit einer Stichprobe, wie beim Einstichproben-T-Test, den wir gerade behandelt haben, den hat man selten. Dass wir wissen, was rauskommen müsste, dann nur eine einzige Stichprobe erheben und gegen diese Erwartung testen, das ist doch eher ein exotischer Fall. Aber wir haben uns den Einstichproben-T-Test nicht umsonst angeschaut. Denn er wird uns ungemein helfen bei folgender Fragestellung. Unsere 72 Segway-Fahrer, die beschließen nach der Siegesfeier mit anschließendem Saufgelage, dass man die Strecke nochmal fahren muss. Und zwar unter Alkoholeinfluss. Das tun sie dann auch und erreichen dabei eine mittlere Streckenzeit von 12,7 Sekunden. Jetzt fragen sich die Angeschickerten, ob das mehr ist als die vorher nüchtern beobachteten 12,1 Sekunden Streckenzeit. Bevor wir testen, systematisieren wir. Wir haben unser Experiment, das noch dasselbe ist wie vorhin, nur dieses Mal unter Alkoholeinfluss. Dann haben wir unsere Stichprobe der gleichen 72 Personen wie vorhin. Wir haben dieses Mal zwei Mittelwerte, nennen wir sie x1 quer und x2 quer. Und wir haben die Hypothese, also dass die Personen nach Alkohol langsamer fahren als vor Alkohol. Das klingt eigentlich gar nicht so verschieden zu gerade. Beim T-Test für eine Stichprobe haben wir einen Mittelwert und einen Erwartungswert. Jetzt haben wir zwei Mittelwerte. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Lass mal gucken. Zuerst können wir das Zufallsexperiment wieder in unser Schema einteilen. Wir beobachten zwei Zahlen, 12,1 und 12,7, und fragen uns nun, ob der Unterschied zwischen beiden zu groß ist oder zu klein oder eben doch normal. Dafür brauchen wir jetzt wieder einen Vergleichsmaßstab, eben unsere Hypothese mitsamt der Annahmen. Sobald wir diesen Vergleichsmaßstab haben, können wir die Messung darin verorten und damit bewerten, ob die Zahl wirklich zu groß oder zu klein ist. Natürlich stehen wir auch dieses Mal wieder vor dem Problem, dass wir nicht nur eine Zahl haben, sondern zwei Zahlen, nämlich unsere beiden Mittelwerte. Aber wir kennen ja schon ein paar Tricks, um damit zurande zu kommen. Die Alternativhypothese, damit fange ich meistens an, weil man sie in aller Regel einfacher formulieren kann als die Nullhypothese, lautet demnach: 12,7 Sekunden sind langsamer als 12,1 Sekunden. Und wir haben eine ganze Menge von Annahmen. Drei davon sind dieselben wie gerade beim Einstichproben-T-Test. Die Ziehungen müssen unabhängig sein, unsere Stichprobengröße ist 72 und die gemessene Variable muss intervallskaliert sein. Soweit nichts Neues. Beim Zwei-Stichproben-T-Test für abhängige Stichproben, da kommt nun aber noch eine weitere Annahme hinzu. Die Messzeitpunkte nämlich müssen abhängig sein. Das heißt, in beiden Stichproben müssen exakt dieselben Personen enthalten sein. Jede Person gibt uns zwei Messungen, davon eine zum ersten Messzeitpunkt ohne Alkohol und eine zum zweiten Messzeitpunkt mit Alkohol. Veränderungen, die wollen wir vielleicht jetzt gerne sehen, aber vom Erwarteten, da gehen wir immer aus. Deshalb ist unsere eigentliche Hypothese, die wir überprüfen wollen, die Nullhypothese. Und die lautet zuerst mal: 12,7 Sekunden sind nicht langsamer als 12,1 Sekunden. Aber wie gerade auch schon, die H1 war gerichtet, 12,7 Sekunden sind langsamer als 12,1 Sekunden. Und die H0, die soll ja nun alles umfassen, was nicht unter die H1 fällt. Also lautet unsere endgültige H0: 12,7 Sekunden sind genauso schnell oder schneller als 12,1 Sekunden. Aber wieder fragen wir natürlich nicht nach unseren beiden konkret gemessenen Zahlen, den Mittelwerten, sondern danach, wo die eigentlich herkommen. Wenn all unsere Probanden zu beiden Messzeitpunkten aus derselben Population stammen, dann ist der Unterschied von 0,6, den wir beobachtet haben, nur zufällig zustande gekommen. Alle Personen hätten dann eigentlich dieselbe erwartete Streckenzeit erzielen sollen. Wir hätten dann also zwei Stichproben aus einer Population gezogen. Und die Stichproben unterscheiden sich nur zufällig in ihren Mittelwerten. Das ist unsere Nullhypothese. Wenn wir aber einen echten Unterschied feststellen, dann haben wir zum zweiten Messzeitpunkt nicht mehr dieselben Leute wie vorher. Der Alkohol macht dann was mit den Teilnehmern, sodass es hinterher eine andere, höhere erwartete Streckenzeit gibt als vorher.
Wir haben dann zwei Stichproben aus zwei Populationen. Und diese Populationen sind es, die sich in der Streckenzeit unterscheiden. Nicht nur die Stichproben. Naja, ich meine, wir messen natürlich noch dieselben Personen. Nur haben sich diese Personen zwischen den Messzeitpunkten verändert. Vorher nüchtern und schnell, hinterher alkoholisiert und langsamer. Deswegen haben wir nicht mehr eine Population, sondern zwei Populationen, die sich voneinander unterscheiden. Das ist unsere Alternativhypothese. Wir messen also Daten an denselben Personen zu zwei Messzeitpunkten. Daraus berechnen wir dann auch zwei Mittelwerte, die wieder Kennwerte für die jeweiligen Stichproben sind. Stichprobe, das gebe ich zu, ist hier ein etwas skurriler Begriff, weil man damit eigentlich zuallererst immer verschiedene gezogene Messobjekte verbindet. Frauen und Männer, Gesunde und Kranke, Experten und Laien. Im Fall abhängiger Stichproben aber, da machen dieselben Messobjekte die beiden Stichproben aus. Und trotzdem nennen wir das einen Zwei-Stichproben-Fall. Für jede Stichprobe existiert nun ein Erwartungswert, den alle Personen in der Population, aus der die Stichprobe kommt, so im Durchschnitt erreicht hätten. Wenn nun unsere Nullhypothese gilt, dann kommen beide Stichproben aus derselben Population. Also sind die Erwartungswerte dieselben und wir können einfach sagen, beide Stichproben kommen aus einer Population mit dem Erwartungswert μ. Unser Problem ist jetzt, wir kennen das μ nicht. Anders nämlich als beim Einstichproben-T-Test sagt einem das keiner. Was also tun? Die Idee zur Lösung ist ganz simpel. Wenn beide Stichproben aus derselben Population stammen und der Zufall perfekt funktioniert hätte, also Stichproben produziert hätte, die exakt ihre Population abbilden, dann hätten wir gleiche Mittelwerte messen müssen. Unser Problem, dass wir mit den zwei Mittelwerten zu viele Zahlen für die Berechnung des P-Wertes hatten, das löst sich damit wie von selbst. Wir können einfach mal wieder die Differenz der beiden Mittelwerte bilden. Nehmen wir die Differenz mal Delta x quer. Diese Differenz beträgt bei uns 0,6. Und wir fragen uns wie üblich, ist die Unterschiedlichkeit der Mittelwerte um 0,6 reiner Zufall oder beruht sie auf einem echten Effekt? Und wir suchen einmal mehr nach einer Möglichkeit, den Zufall von diesem systematischen Effekt des Alkohols unterscheiden zu können. Aus unserer Hypothese über die Unterschiedlichkeit der Mittelwerte x quer 1 und x quer 2 wird also eine Hypothese über die Differenz dieser beiden Werte. Hier muss man jetzt aber übelst umdenken. Die H1 würde lauten, die Differenz von 0,6 ist größer als 0, also ein echter Effekt. Die H0 wäre damit das Gegenteil und ziemlich unübersichtlich, so wie ich es hier aufgeschrieben habe. Deswegen belässt man es bei den Hypothesen für den Zwei-Stichproben-T-Test für abhängige Stichproben. Meistens bei genau der ersten Variante, die inhaltlich ja völlig äquivalent ist, aber eben einfacher nachzuvollziehen. Unser Schema aber lässt sich damit trotzdem auf eine Zahl reduzieren. Statt 12,1 zu 12,7 haben wir jetzt nur noch die eine Differenz von 0,6. Das sieht doch vielversprechend aus. Für diese 0,6, da brauchen wir wie immer nur noch genau eine einzige Sache, den Vergleichsmaßstab, also unsere Wahrscheinlichkeitsverteilung. Oder naja, der T-Test für zwei abhängige Stichproben, der heißt ja nicht umsonst so. Es könnte uns hier doch wieder die T-Verteilung begegnen und die war ja stetig. Also ist der Vergleichsmaßstab eine dichte Funktion und keine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Aber das ist für uns nur Semantik, ihr wisst, was ich meine. Füllen wir gerade noch den Steckbrief für unseren T-Test für zwei abhängige Stichproben aus. Der ist ziemlich intuitiv benannt, denn wir zählen gerade zwei abhängige Stichproben. Abhängig heißt in den allermeisten Fällen dieselben Messobjekte. Das kann aber auch durchaus mal anders sein. In der Psychologie, da macht man zum Beispiel manchmal Studien mit eineigen Zwillingen, von denen die einen dann mit irgendwas traktiert werden. Man kann dann durchaus fundiert sagen, dass die Stichproben abhängig sind, weil man die Messobjekte darin paarweise zuordnen kann. Wir erhalten nun jedenfalls, egal wie abhängig die Stichproben sind, pro Ziehung einen Messwert. Von diesen Ziehungen, da gibt es n Stück zu jedem Messzeitpunkt. Und wir gehen davon aus, dass die Variable, die wir dort messen, intervallskaliert ist. Wir erhalten also schließlich zwei Mittelwerte für die beiden Messzeitpunkte.
und haben die grundlegende Nullhypothese, dass diese Mittelwerte identisch sein sollten, weil die Stichproben eben aus derselben Population stammen. Statistiker haben nun bemerkt, dass wir die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Differenz unserer Mittelwerte eigentlich schon kennen, nur in einer etwas anderen Form. Wir können uns nämlich eines kleinen Kniffs bedienen. Weil die Messobjekte, in unserem Fall die 72 Testfahrer, paarweise zuzuordnen sind, kann ich die Differenz zwischen erstem und zweitem Messzeitpunkt zuerst mal für jede einzelne der N-Personen separat bilden. Wir haben dann nicht mehr 2 mal n Messungen, sondern nur noch eine einzige Datenreihe mit n Differenzen. Darf man das? Ja klar, warum denn nicht? Ich könnte ja auch gleich einfach nur die Differenzen gemessen haben. Ich hätte mir dann gar nicht mehr die Zeiten der Personen zum ersten und zweiten Messzeitpunkt aufgeschrieben, sondern nur ihre Differenzen notiert. Das ist völlig legitim. Und deshalb ist unsere kleine Differenzenbildung auf den Daten eine gute Methode, um 2-mal N-Messwerte auf N-Messungen zu reduzieren und dabei gleich auch noch unsere beiden Messzeitpunkte auf nur eine einzige Messung zurückzuführen. Für diese Differenzen, da kann ich nun einen Mittelwert bilden. Und der lautet für unsere Beispieldaten Delta quer gleich 0,6. Wow, das ist ja derselbe Wert wie unser Delta x quer gleich 0,6. Also die Differenz der Mittelwerte der einzelnen Messzeitpunkte. Ist das Zufall? Natürlich nicht. Ob ich zuerst 2 Summen bilde und dann diese Summen voneinander abziehe oder zuerst Differenzen bilde und diese Differenzen dann aufsummiere, das ist dasselbe. Die Summe von Differenzen ist dasselbe wie die Differenz von Summen. Glaubt ihr nicht? Na, schauen wir uns das mal in einem optionalen Video an, aber erstmal weiter im Text. Der Mittelwert von unseren Differenzen, der ist nun wieder einmal nichts anderes als eine Summe von Zufallsvariablen. Diese Summe sollte dem zentralen Grenzwertsatz genügen. Oder vielmehr dem Satz von Gossett, nämlich dass sie t-verteilt sein müsste. Ja, aber warte mal, könnte man auf diesen Daten nicht eigentlich wieder denselben Einstichproben-t-Test rechnen, mit dem wir angefangen haben? Ja, könnte man. Wir haben eine Datenreihe, einen Mittelwert, unsere mittlere Differenz. Aber was ist das Müh und was ist der Standardfehler? Naja, wenn die Personen tatsächlich aus derselben Population stammen und zum ersten und zweiten Messzeitpunkt wirklich dieselben Personen sind, dann ist die erwartete Differenz zwischen erstem und zweitem Messzeitpunkt 0. Der Erwartungswert des Mittelwerts der Differenzen μ ist also 0. Prima, damit haben wir 2 von 3 für unsere Prüfgröße. Bleibt nur der Standardfehler und auch der sollte nicht so allzu schwer zu berechnen sein. Wenn wir unsere Differenzen nämlich tatsächlich als einfache Messwerte auffassen, dann haben wir wirklich dieselbe Situation wie im Einstichproben-T-Test. Dass diese Messwerte jetzt zufällig mal Differenzen sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben n gleich 72 Datenpunkte. Basta! Und dafür berechnet sich der Standardfehler genau so wie im Einstichproben-T-Test. Wir berechnen zuerst die Standardabweichung der Stichprobendaten, also hier der Differenzwerte. Dann korrigieren wir diese zu der geschätzten Standardabweichung der Werte in der Population. Und schließlich teilen wir durch Wurzel n und erhalten den Standardfehler des Mittelwerts, der Differenzen. Aber das spielt ja keine Rolle. Und damit haben wir einen Mittelwert, sein μ, das ist 0, und den Standardfehler, den können wir berechnen. Also alles, um die Prüfgröße t zu bestimmen. Wir sehen also, der t-Test für 2 abhängige Stichproben ist am Ende ein t-Test für eine Stichprobe. Nur ein bisschen verkleidet. Er läuft genau so ab, wie vorhin gesehen.